Das heißt, die Arme entweder neben dem Körper oder nach vorn gestreckt, die Hände unter der Stirn, wie es für euch jetzt am Anfang stimmig ist. Die Augen sind geschlossen. Hier geht es einmal wirklich in ein Gefühl, so ein erstes Loslassen. Nur mal so in diese Position gefühlt loslassen. Merken, wie der Körper einmal ein bisschen seine Widerstände auflöst. So diese Akzeptanz, jetzt befinde ich mich in der Kindhaltung. Darauf lässt sich jetzt mein Körper auch einmal ein. Hallo Heinz. Und wenn ihr merkt, auf dieser körperlichen Ebene hat das schon gut funktioniert, dann dürft ihr natürlich da auch gern weiterdenken. Ich kann auf körperlicher Ebene in diese Position mich sinken lassen. Ich kann das dann auf geistiger Ebene weitertragen. Dieses Gefühl, ich lasse mich ein auf die Position, auf dieses Jetzt, in diesem Moment, in der Kindhaltung sein, ohne dass ich woanders bin, ohne dass es mich woanders hinzieht. Und vielleicht auch dann eben noch diese emotionale Akzeptanz, zu sagen, das ist jetzt auch eine Position, ein Moment, in dem fühle ich mich wohl. Es ist für mich stimmig, jetzt hier zu sein. Das heißt nicht, dass vielleicht noch eine gewisse Unruhe spürbar sein darf. Vielleicht sind die Gedanken nicht immer ganz bei euch, sondern wandern. Aber so diese grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Üben, dass ich mich dem jetzt widmen möchte, mir jetzt widmen möchte. Die Zeit, die mir heute dafür gegeben ist, die nutze ich. Beginnst dann die Atmung aufzubauen. Ihr wisst, wir atmen durchgehend in Ujjayi. Ganz wichtig, diesen Atemfluss zu halten. Wenn wir die Sequenz so ein bisschen aufbauen, das heißt, die Bewegungselemente werden sich in gewisser Weise wiederholen und nochmal wiederholen. Die Abläufe werden sich zum Teil wiederholen. Dann sollte euch das helfen, dass die Atmung immer besser auch im Fluss bleiben kann. Dass ihr bei den Übergängen vielleicht am Anfang noch mehr Atemzüge und mit den Wiederholungen dann weniger braucht. Ich versuche euch gut natürlich durchzuführen, euch anzuleiten, wann wir ein-, wann wir ausatmen. Ich hoffe, ihr könnt euren eigenen Atem gut hören, auch wenn wir einander nicht hören können. Euer eigener Atem sollte auch eben über diesen Ton immer präsent sein. Streckt die Arme jetzt alle nach vorne, der Atem fließt, wie gesagt, weiter.
In den Sequenzen verbinden wir ganz gezielt immer die Bewegungen entweder mit der Ein- oder mit der Ausatmung oder bleiben natürlich auch. Jetzt am Anfang versuchen wir noch so ein bisschen freier zu sein, was Atem und Bewegung in Verbindung betrifft. So, die einzige Vorgabe ist, dass ihr euer Gewicht nach vor schiebt, vielleicht mit der nächsten Einatmung und zurück mit der Ausatmung. Und dann könnt ihr aus dieser Grundbewegung langsam alles machen, was euch dazu einfällt, ganz intuitiv. Ihr dürft die Bewegung mehr über die Seite kommen lassen oder über die Seite wieder zurückführen. Ihr dürft es überall mobilisieren, wo Mobilisation möglich ist, vom Platz. Über die Wirbelsäule kann ich mit der Rundung und mit der Streckung arbeiten, mit der Drehung in gewissem Maß, vor allem natürlich über den Abschnitt Halswirbelsäule. Spielzeug, lasst es so ein bisschen animalischer von der Bewegung ausschauen. Aktiviert auch die kleinen Gelenke. Dort, wo ich Kontakt zum Boden habe, kann sich der Kontakt ja trotzdem verändern. Es muss nicht immer die flache Hand sein, die aufliegt. Es muss nicht immer der Rist oder das Knie sein, die aufliegen. Geht es wirklich vom Gefühl her weg aus irgendwelchen Mustern der Bewegung? Das kommt dann eh noch und das ist natürlich auch wertvoll. Jetzt einmal ganz frei. Nur so diese Grundbewegung bleibt, dass wir irgendwie das Gewicht immer wieder nach vor und zurück verlagern. Schultern mobilisieren, Ellbogen, Hüften. Manchmal darf es ein Blick zu Lisa sein und dann ist vielleicht wieder eine Inspiration da, wenn dem Körper wirklich nichts mehr einfällt. Aber ansonsten könnt ihr die Augen auch geschlossen halten. Und so bahnt ihr euch noch euren Weg in die V-Stellung. Und spürt dann irgendwann in der V-Stellung, wie dieses Bewegte langsam zur Ruhe kommt. Wie sich die V-Stellung dann auch einmal in dieser Ruhe, in dieser Stille zeigt. Denkt dran, es bleibt ja viel Bewegung, auch wenn sie von außen nicht mehr sichtbar ist. Übers Gewebe, über die Nerven, über die Energiebahnen. Das Blut fließt im Körper. Der Atem fließt und bewegt natürlich. Wir nehmen mit dem Einatmen beide Fersen hoch. Wir rollen mit dem Ausatmen über den Rist, wenn möglich gleichzeitig bringen die Knie zum Boden. Einatmen in die Kuhhaltung, wenn der Abstand nicht ganz stimmig ist, verändern. Aus in die Katze, Kinn zur Brust, Brustwirbelsäule dann unteren Rücken runden. Ein, wieder in die Kuhhaltung. Aus in die Rundung. Ein, wieder. Oberarme nach außen rotieren, Schultern weg von den Ohren. Daumen bleibt fest verankert. Aus, schiebt die Wirbelsäule gefühlt Richtung Decke in diesem oberen Bereich. Zieht das Brustbein zurück. Ein, öffnen. Beim nächsten Ausatmen macht es euch rund, löst die Knie vom Boden, rollt über den Rist wieder in die V-Stellung. Rollt mit dem Einatmen rund nach vor in den Stütz, schiebt das Gewicht über die Handflächen. Ausatmen kommt in Bauchlage.
Ein öffnet sie in die kleine Kobra, flacher ist. Aus wechselt sie in die Fahrstellung. Nehmt euch einen Atemzug Zeit, lasst die Fersen sinken. Ein zieht das rechte Bein nach hinten oben, die Hüften bleiben parallel und drehen nicht auf. Aus zieht das Knie zur Brust, verlagert das Gewicht über die Hände. Ein hebt das Becken, hebt die linke Ferse so weit wie möglich, aus rollt sie über den Riss drüber in diesen Dreifußstand, Kinn und Stirn oder Knie ziehen zusammen. Genau. Lasst das linke Knie zum Boden kommen. Öffnet es mit dem Einatmen in die Kuhhaltung. Rechtes Bein streckt nach hinten. Ausatmen, wieder Knie und Stirn zusammen. Deine Vorstellung ist ein bisschen kurz, Lisa, das ergibt sich dann immer der kurze Abstand. Ein, wieder öffnen. Ausatmen, Knie und Stirn oder Knie und Kinn zusammen. Ein Öffnen. Aus rund machen. Bleibt, wenn ihr die Möglichkeit habt, hebt es mit dem Einatmen das linke Knie, rollt es mit dem Ausatmen über den Riss retour. Wenn das zu schwierig ist, hebt den Fuß zuerst an, ein das rechte Bein zur Decke. Ausschiebt in den Stütz nach vor. Einatmen, bleibt im Stütz. Aus, legt's ab. Am Ende legt der rechte Riss auch flach ab. Ich kann so auch den Abstand wieder korrigieren im Bauchlage. Einatmen, öffnet in die Kobra. Bisschen höher, aber vielleicht noch Becken am Boden. Aus, wechselt in die Fahrstellung. Richtet euch ein über die nächsten ein, zwei Atemzüge. Mit der Einatmung hebt das linke Bein. Hüften bleiben parallel. Aus, Knie zur Brust. Ein, haltet, schiebt aus den Armen, nicht zu viel den Kopf hängen lassen. Becken hoch, Ferse hoch, ausrollt über den rechten Riss drüber. Legt das Knie ab, rechts. Stirn und Knie links ziehen zusammen. Ein Öffnen, Schulterlinie schön über den Handgelenken, ein bisschen Vorhang. Ausatmen, Knie und Stirn zusammen, ganz rund machen. Arme bleiben lang, ein Öffnen. Bei der Ausatmung Arme lang lassen, schieben statt nach außen auszuweichen. Ein drittes Mal. Ein viertes Mal gehen wir noch hinein. Wenn ihr dann wieder rund seid und das Knie bei der Brust habt, atmet ein, löst das rechte Knie vom Boden. Atmet aus, rollt, wenn es nicht zu viel ist, drüber. Je höher über das Becken, umso runder wird die Bewegung über den Riss. Wenn es nicht geht, nochmal Füße abstellen, dann das linke Bein wieder zur Decke. Ihr schiebt es in den Stütz mit der nächsten Einatmung. Legt es mit dem Ausatmen am Boden ab. Es reicht, wenn der Fuß am Schluss einfach den Boden berührt. Am Weg nach unten noch in der Luft ist in die Kobra mit der Einatmung. In die Fahrstellung mit der Ausatmung. Bleibt ein paar Atemzüge. Mit der Einatmung zieht das rechte Bein zur Decke. Mit der Ausatmung Knie zur Brust, Gewicht nach vorne, Stütz. Ein, hebt das Becken höher, ausrollt über den linken Riss drüber, bringt das Knie zum Boden, macht euch rund. Ein, streckt das rechte Bein nach hinten, bleibt mit der Ausatmung. Hebt mit der Einatmung den linken Arm nach vorne an. Bleibt mit der Ausatmung.
immer. Probiert mit der nächsten Ausatmung den linken Arm hinter der rechten Hand durchzufädeln, die linke Schulter kurz zum Boden zu bringen. Das rechte Bein zieht es ein bisschen höher. Ihr könnt die linke Kopfseite auch kurz ablegen. Mit der Ausatmung stellt die rechten Zehen auf. Zieht es mit der Einatmung den linken Arm wieder raus. Bringt es mit dem Ausatmen die linke Hand zum Boden. Ein links in den Stütz dazu steigen. Ausatmen über den Stütz. Wer kann jetzt immer schon knapp über den Boden halten? Ein in die Kobra öffnen. Aus V-Stellung. Also immer wieder ein verbindendes Vinyasa dazwischen. Wir machen zumindest immer ein, zwei Atemzüge im V, auch dass wir gleich aufbleiben. Mit der Einatmung hebt das linke Bein zur Decke an. Mit der Ausatmung zieht das Knie zur Brust. Mit der Einatmung drücke ich mich nach oben, ziehe aus dem Uddiyana Bandha aus, rollt über den rechten Riss, Knie zum Boden. Rund machen, ein das linke Bein nach hinten. Der Blick zieht schon mehr nach vorn, der Hinterkopf hebt an. Bleiben mit der Ausatmung, ein streckt der rechte Arm dazu. Bleiben. Schaut, dass die linke Hüfte weiter nach unten dreht. Und dann fädelt sie mit dem Ausatmen mit dem rechten Arm direkt hinter der linken Hand durch. Schaut, wie viel könnt ihr die rechte Armseite zum Boden, die rechte Kopfseite zum Boden bringen. Mit der Ausatmung stellt den linken Fuß ab. Mit der Einatmung fädelt es wieder aus, bringt die rechte Hand im Ausatmen zum Boden, aktiviert die Körpermitte. Das rechte Bein stellt nur dazu. Die Kraft hält der Rumpf schon in den Stütz. Aus, absenken. Ellbogen anlegen. Gern euer Tempo im Vinyasa, nur natürlich nicht zu schnell. Lasst euch vom eigenen Atem führen. Spinnen es noch ein bisschen weiter, so diese erste Sequenz. Diesmal hebt es mit dem Einatmen das Bein nach oben an, rechts wieder beginnen. Beugt es aber zuerst mit dem Ausatmen das Knie, dreht die Hüfte einmal Richtung Decke. Also verlasst diese parallele Position. Ein, wieder Hüften parallel. Ausatmen, Knie zur Brust, in die Stützhaltung über die Arme. Ein, alles nach oben drücken, was ihr habt. Aus über den linken Riss, drüber rollen, Knie zum Boden, rund machen, Stirn, Knie zusammen, ein, das rechte Bein nach hinten strecken. Ausatmen, Länge im Nacken suchen. Ein, den linken Arm dazu. Aus, Länge suchen. Ein, bleiben, aus, zieht den linken Arm hinter der rechten Hand vorbei, bringt die linke Schulter, bringt die linke Kopfseite zum Boden. Setzt mit dem Ausatmen die rechten Zehen auf, bleibt, nach Möglichkeit hebt den rechten Arm zur Decke an. Öffnet den Brustraum. Macht nochmal euren Riss links wirklich lang und drückt ihn in den Boden. Dann ist vielleicht genug Balance da, dass ich das rechte Bein wieder nach oben anheben kann. Wenn ihr die Hüfte zum Boden gedreht lasst, ist ein bisschen mehr Stabilität da. Wenn ich sie zur Seite aufdrehe, kann ich das Bein höher bringen und schaue, was ist an Höhe im rechten Bein möglich. Wirklich hochziehen. Und jederzeit ausatmen, wieder den rechten Fuß zum Boden, die rechte Hand zum Boden. Einatmen, ausfädeln, ausplatziert die linke Hand.
Wir probieren wieder diesen dreibeinigen Stütz. Ihr zieht das linke Bein nach hinten, aber stellt den Fuß nicht ab. Wer kann, kann wirklich so auch in die hohe Kobra wechseln. Ich gebe es knapp über den Boden und rolle nach Möglichkeit noch nur über den rechten Riss drüber und in der Kobra nehme ich den linken dazu und verstärke dadurch die Rückbeuge. Aus ins V, wir bleiben ein bisschen länger. Spielzeug. Aber der Riss ist auf jeden Fall ein bisschen weicher nach der Session hoffentlich. Mit der Einatmung hebt das linke Bein. Mit der Ausatmung beugt das Knie, dreht die Hüfte Richtung Decke auf. Mit der Einatmung dreht die Hüften wieder parallel, lange Arme aus, das Gewicht nach vor, das Knie zur Brust. Ein, alles nach oben drücken, Becken hoch, Knie zur Brust aus, drüber rollen und direkt ganz rund machen. Knie und Stirn zusammen. Ein, nach hinten strecken links. Aus, bleiben, Länge suchen. Ein, rechter Arm dazu. Du bleibst wieder einen Atemzug. Mit dem nächsten Ausatmen fädelt es hinter der linken Hand vorbei, bringt den Oberarm, die Schulter, wenn möglich den Kopf zum Boden. Wir stellen die linken Zehen kurz ab. Stellt es ruhig zuerst ab, Yvonne, und holt euch mal die Öffnung im Brustraum. Wenn ihr abgestellt habt, spürt ihr noch mehr diese Veränderung in der Hüfte. Wenn ich das Bein anhebe und die linke Hüfte nach unten gerichtet lasse, habe ich mehr Stabilität. Wenn ich sie gut aufdrehen kann, kann das Bein höher, aber ich muss mehr die Balance halten. Geht es natürlich nur so weit, wie es für euch stimmig ist. Wenn es nur der Arm ist und das Bein am Boden bleibt, genauso fein. Lisa, trau dich ruhig mehr aufmachen. Genau. Mit der Ausatmung bringt den Fuß zum Boden, die Hand zum Boden. Mit der Einatmung fädelt den rechten Arm aus. Mit der Ausatmung setzt die rechte Hand ab. Mit der Einatmung zieht das rechte Bein zurück, aber lasst den Fuß in der Luft. Mit der Ausatmung geht es, wenn möglich, so über den Stütz, rollt nur über den linken Riss in der Kobra, nehme ich den rechten Riss dazu, spätestens nicht einsinken, Michaela, im unteren Rücken, wenn ihr drüber rollt, wirklich da den Fokus dann auch und in der Fahrstellung wieder bleiben. Genießt in der Fahrstellung ein paar Atemzüge. Mit der Einatmung hebt das rechte Bein nach oben an. Wir probieren es fließend. Ausatmen nach vorn und direkt drüber rollen über den linken Fuß. Rund machen, linkes Knie zum Boden. Einatmen, öffnen. Übers rechte Bein ausbleiben. Ein, den linken Arm nach vor. Aus, direkt runterziehen, direkt den Kopf ablegen. Ein, nach Möglichkeit das rechte Bein oben lassen, den rechten Arm direkt dazu. Aus, die rechte Hand wieder zum Boden. Rechtes Bein bleibt in der Luft. Einatmen, zieht den linken Arm wieder raus, setzt die Hand auf. Ausatmen. Wir drehen den linken Fuß nach außen, verlagern das Gewicht in die linke Hand, in den linken Unterschenkel und öffnen nach oben. Auch da so hoch wie möglich im rechten Bein. Ihr könnt es ein paar Mal aus der rechten Hüfte versuchen, das Bein anzuheben, wieder abzusenken. Mit der Ausatmung dreht es in den Stütz, sodass der rechte Fuß absetzt.
Mit der Einatmung zieht das linke Bein dazu. Wer kann, wieder über den dreibeinigen Stütz, spielt euch dann nochmal damit. Auch mit dieser Stabilität über die ganze Körperlänge, wenn ich über einen Fuß drüber roll. Wenn es zu viel ist, natürlich über beide. Ihr baut Kraft auf, wenn ihr nur über diese drei Stützpunkte nach unten geht, auch wenn ich ihn dann dazu nehmen muss, den Fuß. Also das ruhig noch probieren. Mit der Einatmung hebt das linke Bein nach oben an. Ausatmen, fließend Knie zur Brust drüber rollen, rund machen. Ein Bein nach hinten strecken, links öffnen, aus, innehalten. Ein, den rechten Arm weit nach vorne, aus, direkt einfädeln. Das linke Bein bleibt oben, ein direkt, wenn ihr weitergehen könnt, den linken Arm anheben, aus, die Hand wieder zum Boden. Ein, den rechten Arm ausfädeln, aus, die rechte Hand platzieren, bleibt. Ein, den rechten Fuß ausdrehen, über die Matte raus den rechten Fuß, das Gewicht in die rechte Hand, ins rechte Bein, linkes Bein, linker Arm heben, wir bleiben, über die linke Beinseite anheben, arbeiten, öffnen. Super. Schulter weg vom Ohr, ausatmen in den Stück. Die linken Zehen stellen hinten auf jeden Fall ab und rechts habe ich die Möglichkeit dazu zu ziehen oder dazu zu stellen oder dazu zu rollen. Genau. Heinz, hebe ein bisschen mehr den Hinterkopf an, wenn du im Stütz absenkst. Nicht zu sehr über den Nacken einsinken. Wir wollen wirklich die Körperspannung über die ganze Rückseite. Vergesst die Halswirbelsäule nicht. Genießt wieder die Vorstellung, wir bauen es noch ein bisschen auf. Mit der Einatmung hebt das rechte Bein an. Wir beugen wieder das Knie, öffnen die Hüfte, macht es auf. Ein zur Mitte zurück, aus direkt drüber rollen und rund machen. Direkt das linke Knie zum Boden. Ein direkt öffnen, jetzt direkt über den linken Arm dazu. Aus, direkt einfädeln. Einatmen, den rechten Arm, das rechte Bein ist eh schon oben, kann noch weiter heben, anheben. Aus, die rechte Hand wieder zum Boden. Einatmen, ausfädeln. Ausatmen. Wieder den linken Fuß ausdrehen, das Gewicht auf die linke Körperseite verlagern, rechten Arm, rechtes Bein heben. Mit der Ausatmung lasst das rechte Bein sinken, mit der Einatmung geht es in diesen Bogen nach oben. Der linke Arm zieht über den Kopf, der rechte gleitet nach unten. Blick über die Seite und öffnen. Wir senken den linken Arm wieder ab, bringen den rechten Arm, das rechte Bein nochmal ganz nach oben. Und dann winkelt ihr jetzt noch im rechten Knie. Ihr schiebt die Hüfte nach vor. Ihr schaut, ob die rechte Hand das rechte Sprunggelenk, den rechten Rist fassen kann. Ich gebe Druck mit dem Fuß in die Hand. Ich muss die Stabilität halten. Ich fächer wieder schön auf übers Brustbein. Ich drehe so ein bisschen meine rechte Brustseite zur Decke und ich gebe noch ein bisschen Druck mit meinem Fuß in die Hand. Nicht aus dem Arm ziehen, nicht zu viel Druck in unteren Rücken. Dann löst es wieder auf, indem ihr den rechten Arm, das rechte Bein nach oben streckt. Wechselt in den Stütz und findet euren Übergang. Wenn ich mal gleich in die V-Stellung oder kurz in die Kindhaltung gehen möchte, habt ihr das natürlich auch als Option.
Beobachtet, wie sich die Bewegung verändert. Mit jeder Wiederholung werden so diese Details bewusster, welchen Abstand brauche ich, was ist möglich. Einatmen, hebt das linke Bein an. Ausatmen, beugt das Knie, die Hüfte dreht auf. Erst aufdrehen, genau. Ein, die Hüften parallel. Aus, drüber rollen, einmal rund machen, rechtes Knie gleich zum Boden. Ein, linkes Bein, rechten Arm strecken. Aus, fädelt ihr rechts ein. Ein, linkes Bein, linken Arm heben, wenn das geht, fließend. Aus, die Hand absetzen. Ein, aus, fädeln. Aus, die Hand absetzen, das Gewicht aufs rechte Bein, das nach außen zieht, verlagern. Einatmen, linkes Bein, linker Arm hoch. Aus, linken Fuß zum Boden, Zehen zeigen nach außen. Wie so ein Fächer, eher nach links die Zehen zeigen lassen. Wie so ein Fächer hochkommen, linker Arm gleitet entlang vom linken Bein nach unten, rechter Arm zieht drüber. Ihr könnt über den rechten Arm die ganze rechte Körperseite verlängern, dann zieht er noch mehr über den Kopf und die Handfläche schaut nach unten. Dann ein, der Wechsel wieder in diesen Seitstütz, rechte Hand am Boden, linker Arm, linkes Bein hoch, das Bein auf Hüfthöhe, dann winkelt das Knie. Sucht die Stabilität, sucht mit der rechten Hand wirklich diesen Druck in den Boden, die linke Hand greift den Fuß, ihr schiebt den Fuß gegen die Hand, ihr öffnet den Brustraum, ihr schiebt weiter, ihr öffnet den Brustraum weiter, ihr atmet. Und dann wieder über diesen Seitstütz, linker Arm, linkes Bein nach oben. Geht dann die linke Hand zum Boden und ihr sucht euch wieder einen Übergang in den Stütz. Nehmt ein paar Atemzüge im Fahrrad. Wir bauen es jetzt noch einmal ein bisschen aus, wo wir dann tiefer auch im Sitzen in die Position kommen. Länge in der Atmung. Schauen, ob ihr die Sequenz wirklich mit den Atemzügen durchbringt, die ich euch ansage. Lasst euch nicht davon irritieren, dass ich schnell rede, damit ich alles unterbringe. Euer Atem bleibt ruhig. Wenn ihr irgendwo anders einsteigen wollt, könnt ihr das natürlich genauso machen. Mit der Einatmung hebt das rechte Bein nach oben an. Mit der Ausatmung beugt das Knie, dreht die Hüfte auf. Mit der Einatmung dreht zur Mitte zurück. Mit der Ausatmung Knie zur Brust, drüber rollen, rund machen. Mit der Einatmung direkt rechtes Bein, linker Arm öffnen. Ausatmen, direkt einfädeln. Einatmen, rechtes Bein höher, rechter Arm hoch. Ausatmen, die rechte Hand zum Boden, da habt ihr Zeit. Ein, ausfädeln, die Hand platzieren. Aus, linkes Bein ausdrehen, rechter Arm, rechtes Bein mit der Einatmung schön hoch. Aus, rechten Fuß zum Boden, einatmen, der Wechsel in die Seitstreckung. Gleich mit der Ausatmung wieder zurück in den Seitstütz. Ein, streckt die Hüfte vorn, aus, beginnt das Knie zu beugen, den Fuß zu fassen. Bleibt nochmal an der Öffnung ein bisschen dran, weil wir die dann sozusagen noch ausbauen.
Dann gehen wir den Schritt retour, das heißt über den Seitstütz mit der Einatmung in diese Seitstreckung mit der Ausatmung. Bisschen tiefer. Und dann richtet den Oberkörper auf, lasst den linken Arm sinken, dreht das rechte Bein so, dass es wirklich mit der Mattenbreite parallel ist, der Unterschenkel, also noch ein bisschen nach außen. Und dann beginnen wir an der Rückbeuge zu arbeiten. Mit der Einatmung heben beide Arme. Mit der Ausatmung setzt ihr euch immer Richtung linke Ferse, soweit das möglich ist, zurück. Ich ziehe die Arme so gebeugt an den Körper heran. Und dann einatmen, tiefer. Becken schiebt vor, Brustbein öffnet noch mehr, Arme ziehen noch mehr zurück. Ausatmen, wieder in diese Art Fersensitz auf der linken Seite. Probiert noch zwei, dreimal tiefer in die Rückbeuge zu ziehen. Bevor wir versuchen, die Rückbeuge auch zu halten. Das heißt, beim nächsten Mal könnt ihr gerne in der Rückbeuge bleiben. Wenn die linke Hand möchte, kann sie Richtung Oberschenkelrückseite greifen, für die, die sehr offen sind, Ferse oder sogar neben der Ferse zum Boden. Denkt an das Heben im Beckenboden und an die Länge vorne. Dann komprimiere ich nicht im unteren Rücken. Je tiefer ihr greift, umso mehr dreht den Brustraum wieder auf, umso mehr zieht den rechten Arm nach hinten unten, die Handfläche vielleicht wie bei der Brücke in ein Schieben. Mit der Einatmung richtet euch dann langsam, der Blick darf auch über die linke Seite gehen, wieder auf. Mit der Ausatmung gleitet zuerst einmal Richtung linke Ferse. Lasst euch auf die Unterarme sinken, wie so eine halbe Kindposition. Das rechte Bein ist entspannt, rotiert vielleicht ein bisschen nach außen. Und von da gehen wir dann, wenn das möglich ist, noch tiefer in die Sitzhaltung. Das heißt, ihr richtet euch nochmal ein Stück auf mit der Einatmung. Schiebt es mit dem Ausatmen, wenn das Gesäß leicht anhebt, über die rechte Ferse nach außen. Wenn ich einen Polster brauche unter der linken Gesäßhälfte, nehme ich mir einen drunter. Wenn möglich, sitzt ihr dann neben der linken Ferse. Und dann teilt ihr diesen 90-Grad-Winkel, wenn er ein bisschen größer ist, auch fein. Und legt den Oberkörper nach vorne ab. Vielleicht sind es nur die Hände, die aufkommen, vielleicht die Unterarme. Wenn ihr sehr offen seid, wird es immer mehr das Brustbein, der Bauch sein, die sich dann Richtung Boden bewegen. Bleibt da noch ein bisschen dran. Lasst das Gesäß sinken. Mit der nächsten Einatmung hebt den Rumpf an. Wir drehen jetzt zum gestreckten Bein weiter, zum rechten Bein und holen uns das linke, indem wir es leicht anheben, in der gleichen gebeugten Ausrichtung parallel zum rechten Bein dazu, sodass ihr auf der Matte in die andere Richtung schaut. Da geht es jetzt nochmal in die Vorbeuge. Bisschen anders, wenn der Hüftwinkel nicht aufmacht, sondern jetzt eben wieder ganz parallel ist.
Versucht weiterhin die linke Gesäßhälfte am Boden zu halten. Schaut, was ihr braucht, wenn ihr unterm linken Rist was drunter nehmen wollt. Sonst genug Erhöhung natürlich unterm Gesäß. Vielleicht will ich aufrecht bleiben in der Position und das ist genug. Und die Vorbeuge ist noch gar nicht so zielführend. Spürt es einfach hin. Keine leichte Position. Wir machen ein Vinyasa, bis ins Stehen. Ich führe euch durch und zurück in die Vorstellung. Mit der Einatmung hebt ihr mal nur den Oberkörper. Aus platziert die Hände. Einbeugt das rechte Knie im Hochdrücken, wechselt mit den Händen nach vor, sodass ihr dann in den Stütz steigen könnt und mit der Ausatmung absenken. Einatmen in die hohe Kobra, wenn möglich. Wir brauchen sie auch für die Rückbeugen aus ins V. Bleibt einen Atemzug. Michaela, schau, dass du beim Übergang in die Kobra nicht zu viel nach vorne schiebst. Da muss früher der Punkt sein, wo du dich nach oben drückst. Du brauchst natürlich die Bewegung nach vorn für die Füße. Aber aus den Händen, denk noch ein bisschen früher dran, dass du dich nach oben wegdrückst. Sonst ist dann recht viel Belastung schon auf den Gelenken. Schau mal, ob sich's. Ja, ich erinnere dich dann nochmal im Moment, wenn es geht dran. Mit der Einatmung springt es oder steigt zu den Händen nach vor. Wir kommen mal bis ins Stehen. Mit der Ausatmung schließt den Oberkörper Richtung Beine. Mit der Einatmung öffnet es nach oben. Ausatmen, Samastiti. Einhebt die Arme wieder an. Aus in die Vorbeuge. Ein halbe Vorbeuge, wenn ihr möchtet, ein Sprung, ansonsten ein Steigen in den Stütz. Wir senken ab. Mit der Einatmung, jetzt der Druck nach oben, Michaela, bevor das Brustbein so abfällt. Dann in die V-Stellung und dort haltet. Lasst euch ein paar Atemzüge Zeit. Mit der Einatmung hebt das linke Bein nach oben an. Mit der Ausatmung dreht die Hüfte auf. Mit der Einatmung dreht die Hüfte wieder parallel. Mit der Ausatmung macht sie euch rund, rollt sie über den rechten Riss drüber, bringt das Knie zum Boden. Ein, linkes Bein, rechten Arm strecken. Aus rechten Arm unten durchfädeln. Ein linken Arm, linkes Bein höher. Aus linke Hand wieder absetzen. Ein rechten Arm ausfädeln, die Hand platzieren. Aus das rechte Bein nach außen rücken. Das Gewicht in die rechte Hand. Ein linken Arm, linkes Bein heben. Aus den linken Fuß absetzen, einatmen, könnt ihr in die Seitstreckung gehen, aus in den Seitstütz zurück. Einatmen bleibt. Haben wir den Fuß noch gefasst? Na, ja. Dann beugt und fasst den Fuß. Schiebt in die Länge, öffnet das Brustbein. Schaut,
Schaut immer, dass ein Abstand bleibt rechts zwischen Schulter und Ohr. Dann öffnet es wieder in den Seitstütz. Bein hoch, Arm hoch. Dann wieder in diese Seitstreckung, indem der Fuß zum Boden geht. Genau, der Arm zieht drüber. Und von da haben wir uns dann aufgerichtet. Der rechte Arm sinkt. Ihr dreht den rechten Fuß noch weiter nach hinten. Und dann beginnt ihr einatmen in die Rückbeuge. Ausatmen in diese Vorbeuge. Zieht, so wie die Lisa, wenn ihr möchtet, die Ellbogen heran. Unterarme kommen kurz zum Boden. Und dann setze ich wieder den Impuls aus den Armen. Nach 4-5 Mal haltet ihr die Rückbeuge. Ihr könnt die Hand entweder am Oberschenkel, Ferse neben dem Boden platzieren. Ich kann von der Ferse auch den Unterschenkel ein bisschen entlang wandern. Schaut, was für euch stimmig ist. Dann gleichen wir mit der halben Kindhaltung aus, indem ihr euch auf die Ferse zurücksetzt, noch auf die Ferse. Die Hände ganz locker irgendwo am Boden, wieder Unterarme oder wie es euch kommt. Nur mal auf der Ferse. Durch diese Positionswechsel sind wir ja mit dem Rist vielleicht nicht auf der Matte. Wenn das stört, könnt ihr natürlich vorrücken. Ist nie schlecht, einfach eine Decke parat zu haben, die ich mir für sowas drunter schieben kann. Prinzipiell, wenn ich sehr offen bin, wird es mich wahrscheinlich gar nicht so stören. Aber schaut es euch an, bevor der Druck da zu intensiv ist. Und dann haben wir uns ein bisschen aufgerichtet. Die Zehen vom linken Fuß schauen zur Decke. Dann kann ich schieben und theoretisch neben die rechte Ferse gleiten. Oder auf einem Polster neben die Ferse, der hoch genug ist. Und dann gehe ich ein bisschen mehr vom Oberkörper her nach links und teile eben diesen Winkel, der da über die Hüftöffnung entsteht, sozusagen mit meinem Rumpf durch zwei. Ich komme auf die Hände, vielleicht auf die Unterarme. Ich will keinerlei Druck im Knie spüren in der Position. Das ist sicher eine der heikelsten Positionen fürs Knie an sich. Dann in einer bisschen anderen Ausführung im Rumpf, eine Position aus der zweiten Serie. Es gibt wirklich immer so Schlüsselpositionen, wenn ich jetzt sage, da ist der Fokus natürlich stark auf der Innenrotation der Hüfte, auf der Länge über die Beinvorderseite rechts, auf der Länge im Rist, auf der Beweglichkeit im Sprunggelenk. Da kommt viel zusammen. Unabhängig davon natürlich, dass ich dann die Öffnung für die Vorbeuge brauche. Mit der Einatmung richtet euch langsam auf, dreht den Oberkörper weiter nach links, holt euch das rechte Bein in der Position, in der es ist, nur parallel zum linken dazu. Diese Position aus der ersten Serie. Richtet euch ruhig nochmal ein, wenn es die Erhöhung unter der linken Gesäßhälfte ein bisschen anders braucht, nehmt sie euch dazu, Lisa, du sagst, wenn du was brauchst. Und dann geht es in die Vorbeuge. Wie gesagt, Vorbeuge kann heißen, ich senke ein bisschen meinen Blick ab und das war's.
Habt Geduld mit der Position. Es ist schon viel, wenn wir auf den Fersen sitzen können, aber dass wir dann neben der Ferse sitzen können. Das ist wirklich schon schwierig. Und dann noch die Vorbeuge. Die Innenrotation, die zwingt den unteren Rücken eigentlich ein bisschen nach hinten. Deshalb ist der Weg relativ lang. Deshalb fällt es uns schwieriger da in der Vorbeuge als in anderen Positionen im Sitzen. Mit der Einatmung nur den Oberkörper anheben, aus die Hände platzieren. Ausdrückt euch hoch, wenn das geht, beugt das linke Knie, ihr könnt das ein bisschen heranstellen oder im Laufe des Vinyasas natürlich dann wieder euren Platz auf der Matte finden. Spürt wieder, wie Bewegung reinkommt ins rechte Bein. Aus der V-Stellung springt oder steigt nach vorn, zu den Händen öffnet. Mit der Ausatmung schließt den Oberkörper Richtung Beine. Mit der Einatmung öffnet nach oben. Aussenkt die Arme ab. Ein, hebt die Arme an. Ausatmen, kommt in die Vorbeuge. Ein, öffnet in die halbe Vorbeuge. Aus, springt oder steigt in den Stütz und senkt ab. Ein, kommt in die Cobra, denkt an die Öffnung von. Aus, in die V-Stellung. Wir kommen mit dem Einatmen ganz durch ins Sitzen. Finden aus dem Langsitz dann in die Buchposition hinein. Lasst euch Zeit, wirklich als Gegenbewegung, als Ausgleichsbewegung zu der Innenrotation, eine tiefe Außenrotation. Auch die Beweglichkeit wieder in den Sprunggelenken. Nehmt die Daumen auf die Fußsohlen, arbeitet mit den Händen. Arbeitet aus dem Becken ein bisschen so dieser Ansatz vom Beginn, wo ich sage, ich schaue mal intuitiv, wie kann ich da noch Beweglichkeit schaffen? Und dann gehe ich erst in die Vorbeuge. Lasst euch Zeit. Längere Atemzüge, dehnt zurück den Atem schon ein bisschen aus. Auch da natürlich kein unangenehmes Gefühl im Knie, das wir wollen. Wenn ihr die Hände irgendwann noch von den Füßen wegnehmen und einfach zum Boden bringen wollt, macht das. Vielleicht hilft euch das noch in der Vorbeuge. Ihr könnt auch mit den eigenen Händen so ein bisschen Richtung Hüfte, Oberschenkel greifen und euch da unterstützen. Dann richtet euch mit der Einatmung auf. Lasst die Hände Richtung Knie gleiten. Helft wirklich mit den Händen, mit die Beine aufzustellen. Die Füße hüftbreit auszurichten. Die Arme ziehen seitlich nach vorn. Und ihr schaut nochmal, ob ihr den Platz nach hinten habt. Sonst könnt ihr da nochmal nachrücken, um abzurollen.
Je nachdem, wo ich aus der Fallstellung natürlich ins Sitzen komme. Wenn ich durchspringe, ist der Platz da. Sonst schaffe ich ihn einfach, bevor ich abroll. Lasst die Füße dann noch weiter Richtung Mattenrand drücken. Nehmt die Hände einmal kurz auf den Bauch und lasst die Knie zur Mitte zusammensinken. Spürt ein Ankommen in Rückenlage. Wir nehmen die Arme weit zur Seite. Die Handflächen zeigen nach oben. Ihr atmet ein und mit der nächsten langen Ausatmung legt sie die Beine nach rechts um, sodass das rechte Bein, wir bleiben, ganz loslässt und das linke zieht in diese Innenrotation. Ihr könnt gern die Augen geschlossen halten, der Blick kann trotzdem Richtung linke Hand drehen. Das heißt, der Kopf dreht, wie als würde ich in die linke Hand schauen, wenn ihr das möchtet. Bleibt noch ein bisschen dran an diesem Loslassen in der rechten Hüfte. Vielleicht könnt ihr in einem Moment das spüren, was wir am Anfang noch langsam aufgebaut haben. Dieses Ankommen in der Position auf allen Ebenen. Diese Präsenz auf allen Ebenen. Dann langsam der Seitenwechsel. Einatmung, sucht euch den Weg zurück über die Beine. Lasst die Knie nochmal zur Mitte zusammenfallen. Spürt nochmal, dass der untere Rücken Richtung Boden sich bewegt und entspannt. Und wenn es für euch dann stimmig ist, lasst die Beine ausgleiten in eine Grätsche. Wenn ihr die Beine lieber aufgestellt haltet, könnt ihr das natürlich genauso machen. Schließt die Augen. Spürt wirklich ein Ankommen in der Position. Auf allen Ebenen. Wieder in diese bewusste Akzeptanz auch gehen, zu sagen, es ist fein, dass ich jetzt in der Flussposition bin.
Vielleicht auch für alle, die so regelmäßig üben, dieses Bewusstsein, irgendwann ist ein Asana das letzte Asana. Wirklich immer genießen Shavasana und nicht mit diesem Gefühl da rein sein, ich hätte noch das und das und das machen wollen und können. Das, was da war, das ist fein. Das ist auch genug. Das, was da war heute über den Körper, an Möglichkeiten, an Kraft und Beweglichkeit. Das akzeptiere ich. Geht es da wirklich mit einem Danke auch in diese Schlussentspannung? Ein Danke an euch selbst für das, was ihr da auch an Energie hineingesteckt habt, ins Üben, an Fokus. Denkt dran, wir bleiben sicher noch ein paar Minuten. Schaut, dass sich der Körper wirklich wohlfühlt und nach Möglichkeit nicht bewegt. Dann erreiche ich wirklich diesen tiefen Zustand in Shavasana. Dieses Gefühl auch gar nicht mehr so Körper zu sein. I am by your grace. I come to life in you. You come to life in me. I come to life in you. You come to life in me. Shiva, Shiva, Mareva. Shiva, Shiva, Mareva.
Gib's dann langsam nur mal an die Zehen vom rechten Fuß die Information weiter, dass sie sich bewegen dürfen. Und dann an die Zehen vom linken Fuß. Die Finger der rechten Hand. In die Finger der linken Hand, ins rechte Sprunggelenk, bisschen kreisen, das linke Sprunggelenk, das rechte Handgelenk. Linke Handgelenk in die rechte Hüfte, das Knie heranziehen, vielleicht die Hüfte nochmal kreisen. Stellt eventuell den rechten Fuß dann ab, bewegt die linke Hüfte. Den rechten Arm, Ellbogen, Schulter, den linken Arm, und dann findet seinen Weg über die Seite. In Sitzen. Schließt die Augen. Richtet den Oberkörper auf. Wir falten die Hände zum Abschluss vor der Brust. Nehmen vielleicht noch einen tiefen, verbindenden Atemzug und verneigen uns dann vor uns selbst und vor allen, die heute mit uns geübt haben. Dankeschön. Danke, Lisa.